So, Abbildung 4.3. So, das Schaubild, wie Sie es im Buch kennen, wie Sie es aus dem Buch kennen, besteht aus vier Quadranten. Und im unteren rechten Quadranten sehen Sie Produktionsfunktionen für Industrieprodukte. Hier QM, wie in Abbildung 4.1, sieht aber anders aus, weil wir das gespiegelt haben, nämlich nach unten, damit das hier alles zusammenpasst mit den Achsen. Also eine Abwärtsbewegung entlang der vertikalen Achse steht also für einen Zuwachs an Arbeit, und eine Bewegung nach rechts entlang der horizontalen Achse steht für eine Produktionssteigerung, für Industrieprodukte. Das Gleiche haben wir nochmal oben links für die Lebensmittelproduktion. Da haben wir nämlich die Produktionsfunktion für den Lebensmittelsektor. Und auch hier haben wir eben auch das Ganze nach links gespiegelt, im Vergleich zu der ursprünglichen Darstellung, nämlich Lebensmittelproduktion nimmt zu, wenn wir uns nach oben bewegen, das ist wie gehabt, aber der Arbeitseinsatz nimmt zu, wenn wir uns nach links bewegen. Okay, ist einfach nach links gespiegelt. Nochmal, das Ganze machen wir nur, damit hier die Achsen da aufgehen und wir wollen auf die Grafik kommen, die hier rechts versteckt ist. Dann haben wir noch den unteren linken Quadranten. Der zeigt uns die Arbeitsallokation der Volkswirtschaft. Ne, Sie sehen ja, diese Achse hier ist der Arbeitsmitteleinsatz im Lebensmittelsektor und diese Achse hier ist der Arbeitseinsatz im Industriesektor. Und das haben wir jetzt gegeneinander abgetragen. Und wie gesagt, eine Abwärtsbewegung entlang der vertikalen Achse steht dafür, dass wir mehr Arbeit im Industriesektor einsetzen und eine Linksbewegung auf der horizontalen Achse bedeutet, dass wir mehr Arbeit im Lebensmittelsektor einsetzen. Und da ein Mehr an Beschäftigung in einem Sektor die verfügbare Arbeit für den anderen Sektor verringert, ergeben die möglichen Arbeitsallokationen eine abwärts gerichtete Linie. Und diese als AA bezeichnete Linie hat einen abfallenden 45-Grad-Winkel, das heißt eine Steigung von minus 1. Das können wir uns auch ganz leicht verdeutlichen. Zum Beispiel, wenn wir in diesem Punkt hier sind von der Linie, dann heißt das, wir haben der gesamte Arbeitsbestand, alle Arbeiter sind in der Lebensmittelproduktion eingesetzt, sodass LF dann gleich L ist. Da sind wir also ganz weit links auf der horizontalen Achse und aber auch ganz weit oben, nämlich bei Punkt 0, was den Arbeitseinsatz LM angeht. Ne? Also hier ist LM gleich 0. So, und wenn dann allmählich Arbeit in den Industriesektor abwandert, dann wächst mit jeder verlagerten Personenstunde LM um eine Einheit, während LF um eine Einheit abnimmt. Also, wenn wir von Punkt A ausgehend, also eine Einheit abziehen vom Lebensmittelsektor, heißt das, diese Arbeitseinheit kriegen wir dazu im Industriesektor, sodass wir dann in diesem Punkt wären. Und wenn wir von da wieder einen Punkt wandern nach da, heißt das, in der Industrie ist wieder ein Arbeiter mehr, sind wir in dem Punkt. Und daher ergibt sich hier diese gerade Linie. Und wenn man die eben durchzieht, dann bedeutet das, dass jede denkbare Allokation der Arbeit auf beide Sektoren, also auf einem Punkt auf dieser AA-Linie, zugeordnet werden kann. Und auf dieser Grundlage kann die Produktion für jede Arbeitsallokation zwischen den beiden Sektoren abgelesen werden. So. Nehmen wir an, dass die Arbeitsallokation Punkt 2 entspricht, also dann wären wir hier, also L2M-Stunden Arbeit im Industriesektor, so viel und so viel Arbeit im Lebensmittelsektor. Dann können wir anhand der Produktionsfunktionen wiederum, wenn wir dann in die anderen Quadranten wandern, weiterschauen, für jeden Sektor die Produktionsmenge bestimmen, nämlich Q2M für den Industriesektor. Also wir wandern hier hoch und lesen dann hier ab, wie viel bei so viel Arbeitseinsatz im Lebensmittelsektor produziert wird. Und wir wandern von hier auf die Produktionsfunktion und können dann hier ablesen, wie viel Output wir im Industriesektor haben. Okay, hier ist es dann Q2M.
Und hier ist es dann Q2F. Das ist jetzt nur überdeckt, weil da die letzte Grafik versteckt ist. Und mit Hilfe dieser Koordinaten, also wenn wir das dann wieder verbinden, haben wir dann hier eben den Vektor der Produktion, den die Volkswirtschaft dann hat, bei diesen Arbeitseinsätzen. Bei diesem Arbeitseinsatz im Lebensmittelsektor und diesem Einsatz im Industriesektor haben wir diese Kombination an Produktionsmengen in der Volkswirtschaft. Und das können wir eben für alle beliebigen Aufteilungen von Arbeit zwischen den beiden Sektoren machen. Und dann kommen wir auf so eine Grafik. Dann mache ich mal kurz die Freihandsachen weg, damit wir es besser sehen können. Genau. So, wie Sie sehen können, 2 Strich ist dann eben der Punkt, der sich aus der Arbeitsallokation 2 ergibt. Und das ist der ganze Grund, warum wir hier die Grafiken so komisch gespiegelt in einen großen Graphen genommen haben, damit wir dann beliebig in eine Richtung das weiter ablesen können. Okay? Um die gesamte Transformationskurve zu erhalten, so wie sie hier abgebildet ist, nehmen wir einfach an, dass dieses Verfahren für alle möglichen Arbeitsallokationen wiederholt wird und dann können wir das eben alle anderen Vektoren bestimmen. Beginnen wir beispielsweise damit, dass wir hier sind, dass also viel mehr Arbeit in der Lebensmittelproduktion eingesetzt wird als in der Industrieproduktion. Dann hätten wir also so viel Lebensmittelproduktion, so viel und so relativ wenig Industrieproduktion, wäre also der Punkt 1' hier auf der Transformationskurve. Und erhöhen wir dann allmählich die der Industrie zugeteilte Arbeit, also weniger im Lebensmittelsektor, mehr im Industriesektor, dann kommen wir dazu, dass wir weniger in der Lebensmittelproduktion haben und mehr in der Industrie, also zum Beispiel hier Punkt 3' für die Arbeitsallokation 3. Und wenn wir das eben für ganz viele Punkte machen, dann ergibt sich die entsprechende Kurve PP und die nennen wir eben Transformationskurve der Volkswirtschaft. Und diese Kurve PP im oberen rechten Quadranten zeigt uns die Produktionsmöglichkeiten der Volkswirtschaft bei einer gegebenen Ausstattung mit Boden, Arbeit und Kapital. Heißt Transformationskurve, weil sie uns sagt, wie der Trade-off in der Volkswirtschaft ist. Also das ist eine effiziente Menge von Lebensmittelproduktion und Industrieproduktion, aber genauso effizient könnten wir so eine Zusammensetzung haben, aber wir sehen, wir haben da einen Trade-off, wir transformieren also Lebensmittelproduktion weniger in Industrieproduktion. Okay? Und deswegen nennen wir das Transformationskurve. Die sagt uns, wie wir die Produktion aus einem Sektor transformieren können in Produktion in einen anderen Sektor, also den Trade-off, den wir haben.